So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Tag hoch. Willkommen in der Grotte der Göttlichkeit. Oder wie auch immer man das hier nennen darf. Denn hier spielt illustre Engelsmusike, während wir hier aus der Höhle mittlerweile schleichen. Und ich habe ja am Ende der letzten Folge gesagt, oho, jetzt wird es ja nochmal interessant. Und nun weiß ich gar nicht, ob es wirklich interessant wird. Ich bin gespannt. Es lädt. Mal wieder. Toll. Na, mal gucken, was dabei jetzt rumkommt. Schließe das Kapitel die Höhlen ab. Das war ja auch schwer. War ja ein richtiges Abenteuer. So, was ist los hier? Jetzt kommen wir raus, es ist Nacht. Gerade eben war noch halber Tag. Hier ist ein Zelt. Mit Schlüppern. Und Co. Und es spielt mal etwas frohlockendere Musik. The moon over the Sanford Junction. Headlights in your retinas. Donnelly drove a grey hatchback without a bottom. All the creatures of the tarmac rose to sing to him. All manner of symbols crudely scrawled across the cliff face of my unrest. My life reduced to an electrical diagram. All my gulls have taken flight. They will no longer roost on these outcrops. The lure of the moon over the Sanford Junction is too strong. Ist das eine schöne Melodie, oder? Kriegt mich ja nicht mehr ein. So, jetzt sind wir hier irgendwo auf der anderen Seite. Hier haben wir jetzt eigentlich was im Inneren passiert. Da ist irgendwie ein Berg mit einer ganz kleinen Höhle. Hier sind Wellenbrecher und überall sind Kerzen aufgestellt. Boah, waren die aber beim Ikea-Marketing echt flockig drauf. So, hier ist ein kaputtes Auto. Ich kam zurück mit einem Pocket voll gestohlenen Asche. Half of it fell out of my coat and vanished into the car's upholstery. But the rest I carefully stowed away in a box I kept in a drawer by the side of my bed. It was never intended as a meaningful act, but over the years it became a kind of talisman. I'd sit still, quite still for hours, just holding the diminishing powder in my palm and noting its smoothness. In time, we will all be worn down into granules, washed into the sea and dispersed. Aha, also er war scheinbar mal ein böser Bub, ein Dieb, ein Scherge, der Geld geklaut hat. Und der ist, so wie ich das jetzt auffasse, aus dem bisschen hingeschmissenen Brotkrumm, ist er scheinbar dabei drauf gegangen und befindet sich jetzt auf irgendeiner Insel. Im Limbus. Also der Himmel kann es ja schlecht sein. Ist ja eher, ne? Eine Art. Keine Ahnung, was das sein soll. Also selbst für einen Limbus ist es noch zu schön und für den Himmel ist es zu hässlich. Vielleicht ist es so eine Zwischenwelt. Die wartet hier auf den Fährmann. Deswegen lagen so viele Münzen auf seinem Bett. Auf seinem Krankenbett. Wer weiß das schon so genau? Wir kriegen das noch raus. Hier leuchtet ein Licht. Hallo! Wir sind es! Schon mal keiner da. Ja, also, jetzt kommt hier kein großes Aha-Moment. Kein großes Aha-Moment. Kein großer Aha-Moment. Klingt schon besser. Kein großer Aha-Moment. Wehe, wehe. Wehe, wenn ich. So, ich gehe jetzt hier auf den Steg. Hier kannst du schmeidig einen abseilen. Soll ich jetzt die Kerzen alle ausmachen? Aber das meine ich halt, wisst ihr, also ich meine, man kann hier überall hin. Aber man kann nichts machen. So, hey, du bist jetzt hier am Steg. Toll, danke. Dankeschön. Dankeschön. Warum laufe ich jetzt immer im Kreis, kann das sein? Ich laufe im Kreis, ich laufe im Kreis, Leute. So nicht. Naja, ich hatte ja noch versprochen, dass ich ein bisschen was erzähle von der Geschichte der 14 gestrandeten Leute mit ihrem Lastwagen.
Und ich erzähle gerne weiter. Aber ich glaube, dass Zwille jetzt gleich was erzählen wird. Genau, wenn ich nämlich hier vorbeikomme. Ich gucke mal jetzt hier. Ich gehe trotzdem nochmal auf den Steg. Auf dem Steg, auf den noch die... Achso, hier geht's gar nicht weiter. Wow. Come back. Alter Verwalter, das war unheimlich. Also, ertrinke einmal. Okay, danke. Also kann man doch ertrinken, komischerweise, aber nur im offenen Meer. Im Wasser selbst nicht. Könnte meine Theorie stimmen, dass wir hier tot hier gestrandet sind? Moment, von hier bin ich doch gekommen. Sag mal, ich bin da oben schon lang gelaufen, oder? Natürlich. Und jetzt bin ich immer im Kreis gelatscht. Ich Vollidiot. Was geht ab? Was stimmt nicht mit mir? So, hier ist noch irgendwas. Keine Ahnung. Sind es Antennen? Funken? Funkmast? Kram? Müssen wir irgendwas funken? Theo, Theo. Hier spricht Dr. Oetker. Wir sind hier gestrandet. Tja, naja, gut. Also laufe ich den ganzen Weg wieder zurück. Leider laufend, ohne Rennen, immer noch. Und derweil erzähle ich von den 14 gestrandeten Leuten, die sich unter dem Berge verschanzt hatten. Und eines Tages flog ein großer Vogel über das Land und ließ ein kleines Käxchen am Steg hernieder. Und Margot, die gerade ihre Schlüpper im Meer wusch, sagte... Na, guck mal, was ist denn hier? Und nahm ihren Schlüpper und wischte das Käxchen vom Steg und arbeitete es dabei filigran ins Holz ein, als einer der befreundeten Männer vorbeikam und sagte, oh, das machst du aber schön, du Holde. Und öffnete seine Buchse und holte einen gezackten Schinken heraus, den er vorher im Ödland fand, dessen Name nicht ausgesprochen werden darf, denn sonst bekommt man 10 Backpfeifen von einem Schimpansen, der auch auf der Insel lebt und sich immer fremde Unterhosen anzog. Auch an diesem Tage ging er... ging er an den Steg, um sich die frisch gewaschene Unterhose abzuholen. Doch nun war ein kleiner Klecks drin und der Schimpanse war wutentbrannt und warf sein Nintendo DS beiseite und schrie "Ii!", was so viel bedeutete wie "Sage mal, wie kann es eigentlich sein, dass du meine Schlüpfer wäschst und jetzt ist da ein kleines Käxchen drin, das finde ich überhaupt nicht gut, das nächste Mal macht das jemand anderes." Und er nahm diesen schexigen kleinen Schlüpper, stülpte ihn sich über seinen kleinen Affenpo und spielte jeden Abend die kleine Fiedel sanftmütig und gütig am Stein von Gibraltar und sagte dabei: Okay. Das war unerwartet. Autounfall, immer noch hier. Ist immer noch im Autounfall. Ist nicht was. Ich lauf einfach mal hier drüber. Ganz frech, wie ich bin. Und sehne mich ein wenig dem Ende dieses Spiels entgegen. Denn es ist wahrlich, Freunde, das sage ich recht selten, aber es ist ziemlich lang. There were chemical diagrams on the posters on the walls on the waiting room. It seemed appropriate at the time. Still life abstractions of the processes which had already begun to break down your nerves and your muscles in the next room. I crammed diazepam as I once crammed for chemistry examination. I am revising my options for a long and happy life. Aha. Ja, und wie gesagt, Schremmer hat einen Unfall gehabt und jetzt guckt er doof aus der Wäsche.
deswegen sind doch hier so viele Kerzen aufgestellt. Da hat man sich in einem Zwischenwelt gesagt, Mensch, ist das trist hier? Stell mal zumindest mal ein paar Kerzen auf. Und jetzt kommt wieder die komische Mucke. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic. And I sat here until I'd watched all of you sink. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht so eine tolle Idee, denn Papierboote gehen tatsächlich relativ fix unter. Ihre Moment. Hier gehe ich ja auch unter. Ja, ist nicht sonderlich clever von dir. Aber was tut man nicht alles, wenn man sentimental wird? Da faltet man auch mal kleine Briefchen, wo drin steht, na, du, Esther. Wollen wir nicht zusammen mal einen Käse machen? Schön aus alter Rahmenbutter. On a sudden, a light from heaven. Heaven's gone around him and he fell to the ground. What? Irgendwie, ich weiß nicht, ob mir das nur so geht jetzt hier bei dem Spiel, aber ich verstehe nicht, um was geht. Seht ihr das? Ich bin ein bisschen irritiert. Muss ich hier irgendwas machen? Muss ich hier irgendwas anfassen? Muss ich mich hier raufsetzen? Ein Ei ausbrüten? Muss ich jetzt vielleicht ins Wasser gehen? Oder muss ich da unten vielleicht lang? Kennt ihr übrigens den Filmeffekt, dass wenn man rückwärts sieht und dann aber reinzoomt, dass es dann immer lustig aussieht? Hier geht's leider nicht, weil er so lahm läuft. Der Kekskopf. Aber der dippt diesen Effekt. Das finde ich eigentlich mal ganz cool. Das ist, glaube ich, genau wie wenn man vorwärts läuft und rauszoomt. Das sieht, glaube ich, genau dasselbe. Oder? Ja, doch. Oder? Oder nicht? Oder doch? Ich meine schon. So, ich gehe jetzt hier runter, ja? Geh mal. Ich gehe mal gucken, was hier so aufregend passiert. Und wisst ihr, was ein richtiger Kracher wäre? Wenn du das hier spielst, so, oh ja, nett. Und dann zum Schluss kommt noch ein fetter Jumpscare. Da kommt dir irgendeine Ursel aus dem Wasser, spreizt dir ins Gesicht und ruft, Hilfe, ich bin's, Esther. Dann hätte ich auch gesagt, oh je, das war aber spukig. Aber ich weiß nicht, was ich machen muss. A light from, ja, Licht. Aber, habt ihr eine Ahnung? Ich nicht. Hier bin ich auch schon mal gewesen. Komme ich da irgendwie hoch? Zum Funkmast? Muss ich zum Funkmast vielleicht? Ich meine ja, guck mal, da sind noch überall Dinger. Kerzen heißen die Teile. Muss ich da hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Ich glaube nicht. Hallo! Ich bin es, der namenlose Zahnarzt von der Insel. Wow! Okay, ist das bei jeder so? Nee, nur bei der ist es so. Muss ich jetzt hingehen? Habe ich recht mit meinem Jumpscare? Igitt. Jetzt ist er weg. Na, das war ja ulkig. Steht hier auch einer drin? Nee. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen perplex. Würde man sagen. Warum war in der Kerze jetzt einer gewesen?
Warum nur in der? Warum nicht auch in anderen? Muss ich mir jetzt echt Sorgen machen, dass das noch zum Horrorspiel mutierte Ding? Das wäre nicht sehr schön. Aber ich komme ja auch nicht hoch. Ich weiß auch ja nicht, wo ich hin muss. Was muss ich machen? Die Idee? Hab ich was verpasst? Das hieß doch, Licht war um ihn herum. Und schwupps. Fort war er gewesen. Der kernige Mann. Ich gehe da jetzt nochmal hin. Weil da komme ich wieder zurück. Von da bin ich ja gekommen. Und da war ja nichts. Hilfe. Ich stecke in einer Spalte fest. War wirklich so. Ich kam nicht weg. Muss ich den jetzt verfolgen hier, den Mann im, im Mond? Mondschein? Oder was? Leute, sagt doch mal was. Ich versteht nicht. Da war er gewesen, jetzt ist er fort. Da komme ich ja auch nirgendwo hin. Vielleicht gibt es nochmal so einen Mann. Habe ich nicht drauf geachtet, dass in der Spiegelung was zu sehen war. Ich gucke. Ich gucke mir jetzt alle Spiegelungen an. Aber irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt was bringt. Naja, egal. Dieses Spiel, meine Damen und Herren. Zeig schon wieder, meine Damen und Herren. Dieses Spiel, liebe Leute. Meine Damen und Herren, ey. Bin doch hier nicht bei den Nachrichten. Dieses Spiel ist sehr... Ja. Nicht wahr? Also... Wenn man mal ein Spiel künstlerisch angehaucht hat, dann dieses. Ist ja wirklich sehr interpretationsreich, könnte man so sagen. Und ich würde jetzt ganz gerne weiterkommen und nicht hier ständig in ganz gemütlicher Laufmanier durch die Gegend watscheln. Und ich überlege jetzt echt, ob ich hier ins Wasser gehen soll. Einfach mal machen? Wäre das eine Idee? Ich glaube ja. Ich tue es jetzt, meine Damen und Herren. Sagt schon wieder, meine Damen und Herren. Sagt das jetzt halt. Meine Damen und Herren, Sie sehen mich jetzt live, wie ich ins Wasser gehe. Und dabei fruchtig, fröhlich den Tiefen entgegenwarte. Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Es würde jetzt losgehen. Achtung. Es geht los. Ich treibe wie meine Boote hinfort. Und sterbe. Einen sehr bizarren Tod. Bei dem man nicht so ganz weiß, was das ist, oder? Come back. Ja, come back. Jetzt bin ich wieder hier. Toll, und jetzt... Bietet auch noch weiter, oder? Wartet Spiel jetzt gewesen. Ist es das jetzt? Muss ich jetzt hier irgendwas anfassen? Sagt mir jetzt hier irgendwie irgendwas? Was? Sagt mir irgendwas, was? Was sagt mir irgendwas? Ich weiß es nicht. Bisschen Gischtsäg, ein bisschen Wassersäg. Sonstig nichts. Den kleinen Mann im Mond habe ich gesehen. Moment, ich bin von hier gekommen. Hier muss ich hoch, oder? Und dann hoch zu der Radarstation? Kann das sein? Ich war hier oben noch ja nicht, wa? Aha! Das erklärt einiges. Dann weiß ich jetzt nämlich auch, wie ich da hochkomme, da hinten. Das sieht nämlich alles neu aus. Ist das alles neu? Ist alles neu, wa? Wa? Ist das neu, wa? Ist neu, wa? Ja, neu. Neu ist das. Was ist denn das da hinten eigentlich? Da schält sich ganz langsam aus der Dunkelheit. Irgendwas aus der Dunkelheit. Irgendeine Textur. Seht ihr das da ganz hinten auf dem Berg? Was ist das? Ein Helikopter oder was? Eine riesige Spinne? I will drag my leg behind me. I will drag it like a crumpled hatchback, tires blown and sparking across the dimming lights of my vision.
I'm running out of painkillers and am following the flicker of the moon home. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they restarted his heart with the jump leads from a crumpled hatchback. It took 21 attempts to convince it to wake up. Aha, da hinten steht einer. Sieht dann? Da steht einer. Amt. Ich bin trotz alledem wirklich immer noch nicht gewillt zu sagen, was denn nun los ist. Steht da Esther jetzt? Ist das Esther? Esther, bist du es? Singst du jetzt für mich, Esther? Liebe Esther, lieben wir uns jetzt unter offenem Sternenhimmel im Gebüsch? I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Stürze ich mich jetzt in die Tiefe? Gibt's vielleicht noch einen Erfolg von? Stürze dich von der Klippe. Isolde! Das war spektakulär, oder? Wie der da runtergefallen ist? War ja ein absoluter Kracher. Oh, ich glaube, ich fall hier gerade runter. Oder so. Mann, spektakuläre Bilder hier. Live aus der Insel der verlassenen Seelen. Und Damaskus ist ja nicht, Damaskus ist, damit ist ja nicht die Stadt gemeint, sondern es gab mal jemanden, der Damaskus hieß und der ist hier gestorben. Man hat ihn versucht mit dem Autobatteriekabel wiederzubeleben, aber hat nicht ganz geklappt. War doch zu viel Saft drauf. Hat ihn einfach in zwei Stücke gerissen. Hat's gemacht. Naja, kann passieren. Oh, jetzt geschieht was. Haltet euch fest. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Was? Was soll denn das alles? Das ist mir viel zu kryptisch. Das ist alles so bildlich gemeint. Das ist mir... Also, das Spiel fühlt sich an wie der Film High Rise. Völlig überdreht und... ein bisschen... aus der Luft gegriffen. There are headlights reflected in these retinas. Too long in the tunnels of my island without a bottom. The sea creatures have risen to the surface. But the gulls are not here to carry them back to their nests. I've become fixed, open and staring, an eye turned on itself. I've become an infected leg whose tracking lines form a perfect map of the junctions of the M5. I will take the exit at mid-thigh and plummet to my Esther. Was zum Geier? Ist das jetzt ein Kriegsdrama oder... Helft mir, Leute, schreibt mir mal bitte, was los ist. Ey, wer kriegt das nicht mit gerade, oder? Das ist einfach ein bisschen... bisschen sehr abgefahren. Lauf hoch jetzt! Was ist denn mit dir? Was hat er denn? Was zum Geier? Dieses Gebüsch verstärkt mir den Weg. Helft mir. Ich komm hier nie hoch. Mein Bein ist schon ganz rot. Die Disteln haben sich in meine Ferse gebohrt. So, und von oben sehen wir denn, diese Insel ist eigentlich ein Lebewesen, dessen Ausmaß noch ungewiss ist. Es lebt und wabert im Meere, voll steinig, stiller Schwere. Boah, das war fast schon ein bisschen Poesie, ey. Aber was willst du auch erwarten bei so einer theatralischen Art der Musik? Sie hören jetzt
Rachmaninows 10. Geheimsinfonie. Der knöcherne Kastenmann. Gespielt vom Rinden. Perched on a spent bonnet, sideways, whilst the sirens fell through the middle distance and the metal moaned in grief about us. I'm about this night in walking. Old bread and gull bones. Old Donnelly at the bar gripping his drink. Old Esther walking with our children. Old Paul as ever. Old Paul. He shakes and he shivers and he turns off his lights alone. Was ist hier nicht richtig? Jetzt stürmt das Tier, Wind peitscht über die Allee. Ich glaube, bin mir fast sicher, wenn das Spiel eine angemessene Laufgeschwindigkeit hätte, wäre das wesentlich schneller durch als jetzt. Das ist ja... hält's ja im Kopf nicht aus. In manchen Spielen schleiche ich in der Geschwindigkeit. Mit Rainbow Six zum Beispiel spiele, da schleiche ich, wenn ich so schnell laufe. Und hier? Meinst du, wie ich flitzen würde, wenn hier so ein Wind kommt, wenn hier so ein Wind über der Allee peitscht? Da hätte ich aber Beine in der Hand genommen und gesagt, oh... jetzt muss ich aber mal hin. Ich hab meinen Regencape nicht bei. Auf dann. So, ich setze mich jetzt da oben auf die Antenne und funk nach Hause. Du. Hey Esther, ich bin's, dein Mann. Ich war im Krieg als auch ein Scherger. Twin vapor trails in the air. White lines etched into these rocks. Nein, ist nicht wahr. Sei still. Dear Esther. I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We have always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Oh! Nicht mal fliegen und fallen kann er schnell. Merkt er was? Merkt er was? Merkt er was ich meine? Irgendwas ist seltsam. Jetzt fliegen wir als Vogel von dannen, denn in Wirklichkeit waren wir mal ein Piepmatz. Aber ich möchte euch nicht diesen wundervollen und romantischen Flug vermiesen. Guckt ruhig hin, wenn es euch gefällt. Genießt es. Öffnet mal eine Bluse. Taschentücher. Ist ja nicht so, dass wir jetzt was Neues zu sehen kriegen, sondern wir sehen ja dasselbe, wo wir gerade eben schon in Slow Motion langgelaufen sind. Dasselbe nochmal in Slow Motion aus der Flugansicht. Ist cool, danke. Danke dafür. Und jetzt, was machst du denn jetzt? Schnappst du dir ein Boot oder was? Jetzt fliegen wir wohin, wo wir nicht hin konnten. Achtung! 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 Wie kann der Vogel überhaupt so langsam fliegen? Der müsste doch abstürzen, oder? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl. Naja, ist ja auch egal. Come back. Come back. Nein, wir wollen nicht. Was hat das jetzt gewesen?
wartet jetzt gewesen? Frage ich euch. Wartet jetzt. Ich lege den Controller beiseite. War es dies, meine Damen und Herren? War es das, meine Damen und Herren? Jetzt diskutieren Sie mit auf Arte. Das war's. For the Chinese Room. Schließt das Kapitel der Signalmast ab. Leute. Was soll ich euch dazu sagen? Falls ihr dieses Spiel noch nicht habt und euch überlegt, soll ich mir vielleicht mal für 20 Euro dieses Spiel holen? Nein. Macht das bitte nicht. Wartet, bis es vielleicht mal 2,50 Euro kostet. Obwohl. Naja, doch, komm. Haben sich ja Leute Mühe gegeben. Also für 2,50 kann man das mal spielen. Aber ansonsten. Ich habe keine Ahnung, was das geht. Irgendwelche Leute, scheinbar drei. Ich dachte mal, es ist einer, aber es sind scheinbar drei. Und alle kennen Esther. Und Esther ist. Komm. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Also das erste Mal, dass ich ein Spiel ausmache und denke so, hä? Was? Was ist hier geschehen? Wiss nicht. Vielleicht habt ihr mehr mitgekriegt. Schreibt mir. Würde mich interessieren. Ansonsten, was soll ich dazu sagen? Es ist grottenlangweilig. Man läuft rum. Also ich habe noch nie so wenig gemacht. Ich mag so eine Spiele, wo man auch mal nur rumläuft, aber nee, das nicht. Das gefällt mir nicht. Muss ich gerne mal sagen. Tut mir leid, liebe Macher von Dings und Bums. Und kann ich hier noch was drücken? Nee. Ja, man hört hier Dinge. Gut, also man kann nicht viel machen. Der Abspann ist auch gleich vorbei. Ich danke euch fürs Gucken, fürs Ausharren, dass ihr so mit mir geharrt habt hier. Und wir spielen demnächst mal was. Da ist hoffentlich mehr los. Also, naja, also hoffe ich zumindest. Also noch weniger los sein kann ja kommen. Könnte vielleicht nur ein Spiel sein, wo man liegt. Und nicht aufstehen kann. Wäre eine Idee. Ich gucke gleich mal, was hier noch für Erfolge gibt. Bestimmt spannende Erfolge. Wahnsinnige Erfolge. Wahnbrechende Erfolge. Ja, Leute, danke fürs Gucken. Das war die Wesen. 3 Folgen, die ist da. Ich bin der Fox, das ist voll Game Junk. Lasst ein Like da oder kommentiert mal. Oder macht, was ihr wollt. Bis dahin, sagt Tschüssikowski. Danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal.